So, dann packen wir hier die Schiffssachen alle wieder rein. Und zwar das, die und ein Zehner für die Workbench. Außerdem, soll ich den Hammer hier mal lassen direkt? Ja. Ja, warum nicht, ne? So, und das ist das Portal von der Reisebase. Das ist natürlich hier entsprechend nicht. Aber ich gehe mal nach unten. Repariere mal den ganzen Stuff. Oh, ist das hier dunkel? Ohne die Fackeln. Können wir uns theoretisch auch gleich nochmal drum kümmern. So. So. Und so. Sehr gut. Oh shit, jetzt habe ich den Hammer benutzt und reingetan, ne? Der ist jetzt ein bisschen down. Oh, das hier kann ich mitnehmen, stimmt. Und außerdem mache ich mal so. Hey, was fehlt denn? Ah, hier. So. Und wir bringen die Sachen hier wieder an. 1, 2, 3, 4. Und außerdem die falschen Stäbe. 1. Achso, 2, 3 und 4. So. Und dann unsere Ausrüstung wieder hier hin. Der kommt da hin. Der kommt hier hin. Und die beiden Med-Stacks packe ich natürlich. Was ist denn hier los? Ach so, Flauschi und Zapfi sind wieder am Kuscheln. Das ist natürlich super cute. Alter, warum ist es denn so übelst dunkel? Ich habe hier doch überall Laternen gemacht, aber irgendwie werfen die gar kein Lichtkegel, habe ich das Gefühl, sondern die leuchten einfach nur für sich. Da ist es total dunkel, obwohl da eine Lampe ist. Ne? Na gut, wie auch immer. Gute Nacht. Guten Morgen und wir jumpen direkt runter und machen direkt weiter. Das hat ja nicht so gut geklappt. Aber jetzt bin ich etwas wachsamer, muss ich sagen. So, und jetzt haben wir auch den Stack hier angefangen. Und damit ist das, was wir da vorne hingelegt haben, können wir jetzt auch aufnehmen. Hervorragend. So, Portal weg. Das Ding weg. Und den haben wir aufgesammelt. Sehr gut. Und die Mücke haben wir ja schon umgebracht. Mistvieh, Alter. Ich hasse diese Mücken so, ne? Wie oft die uns schon gekillt haben. Ich glaube, von allen Viechern bin ich an denen am häufigsten gestorben. Glaube ich. Nochmal Tür an. Einfach, weil er gerade down ist, also aktivierbar ist. Ich halte es für eine Verschwendung, ihn dann nicht zu benutzen. So. Und du, bevor du hier irgendwie Sachen machst, die mir nicht gefallen, bringe ich dich mal um. So. Schwarzmetallschrott. Habe ich nur Schrott abgesammelt? Der hat kein Gold gedroppt, obwohl er einen Stern hatte. Ich dachte, die droppen das immer. Da ist nur ein Typ mit einer Fackel, ne? Das ist kein Dorf. Gut. Und hier, ich dachte eigentlich, das wäre das Gebirge, aber das sieht aus wie ein... Ja, doch da, ne? Ist ein Nadelbaum. Ich glaube, da beginnt das Gebirge. Und das hier ist aber noch Birkenwald. Zumindest jetzt... Oh! Aha! Aha! Da würde ich tatsächlich direkt dann mal hingehen. Ja, müssen wir schwimmen. Wir sind sowieso durchnässt. Ganz ehrlich. Also würde ich sagen, soll ich hier das Portal bauen? Hm, warte mal. Ich gehe mal kurz hier lang. Hier ist Sumpf. So, und jetzt entfernen wir uns von dem Ort, ne? Da ist eine Mine und da auch. Aber, ganz ehrlich, Eisenminen brauchen wir gar nicht mehr. Weil Ketten haben wir... Ach nee, Ketten ist nicht von To Farm, ne? Rote Jute ist von To Farm. Gut, die kämpfen gegen die Mücke. Das freut mich. Ich gehe mal hier hin. Warte, bis der Ausdauerbalken voll ist und dann schwimme ich mal rüber. Wie verplant die laufen. Immer so wie so richtige Dullis, irgendwie so. Na warte, ich hau dich. So ein bisschen. Dass die sich nicht bekämpfen, nervt mich. Wovon ernährt die sich denn? Nur von uns? Oh oh. Der hat einen Stern, ne? Ja. Daneben!
Und hier gehe ich erstmal schön in Sicherheit. Hier in den Sumpf zum Beispiel. Bevor die auf mich aufmerksam werden. Hier auf diesen. Auf diesem Baumstamm oder hier hinter. Perfekt. Zack. Verschiedenes. Portal. Zack. Und dann würde ich sagen, den hässlichen mit Stern. Wo war der denn da? So. Und dich bringe ich auch gleich mal um. So. Dann Energieschild. Hervorragend. Die Blutsäcke. Und Akteur ist noch aktiv. 2 Minuten. Komm, let's go. Wir haben unser Selbstportal gemacht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht schon wieder. Oh nein, nicht eine Mücke, ne? Nicht eine Mücke. Stopp, 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 stopp. Abbruch, Abbruch. Da kümmern wir uns erst um die Mücke. Das kennen wir bereits. So. Dann bringe ich hier mal ein paar so um. Mit dem guten alten Bombardement. Bombardement. Bam! Aua, 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 aua. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich jump mal hier auf den Stone. Mach mal ein Energieschild an. Ich komme hier nicht hoch, ne? Sehr gut. Kann ich hier schön Feuerbälle runterwerfen. Tschüss. Ist der hat der gerade gebrannt und ist dann schützend ins Wasser gerannt? Das wäre ja abgefahren. Wenn die so smart wären. Was? 2 Totems? Warum? Droppen die Totems? Die Elite-Viechers? Würde ja irgendwo Sinn machen. Wusste ich gar nicht. Schade, der hat sogar echt noch gehauen. Ich dachte eigentlich, der Schlag geht ins Leere. Aber er hat mich nicht getroffen. So. Gut. Die hätten wir schon mal erledigt. Damit ist der Großteil der Armee hier schon mal down. Dann komm du auch noch mal her, mein Freund. So. Und dich mache ich auch platt. Ah, sehr gut. Bevor sein Zauber gewirkt hat. Du stirbst, du stirbst, du stirbst. Und meine restliche Salve kriegst du ab. Sehr gut. Da ist noch einer. Ein Schuss, ein Treffer. So, hier ist Getreide, weißt du was? Komm. Ernte! So. Dann haben wir hier eine Chest. Sehr gut. Hier sind zwar keine Totems so auf dem Sockel, aber wir haben eben gerade 2 bekommen von den, also von den Drops. Hey, ich wusste gar nicht, dass sie das droppen. Das ist ja faszinierend. So, hier liegt noch Gold. Hier ist noch eine Kiste mit Gold und Getreide. Hm, ja gut. Da würde ich sagen, Glibberbaum eintragen. Voll geil hier mit der Insel, ehrlich gesagt. Dass hier so eine, also dass hier so Sumpf ist und hier sozusagen der Fluss zwar die Ebene trennt, aber dass hier so eine eigene Landmasse ist, das sieht irgendwie voll geil aus. Wie sieht es mit Gewicht aus? Wir sind fast überladen. Es liegt vor allem am Schwarzmetall. Also muss ich kurz zurück und den Stuff wegbringen. Dreist! Der hat meine Workbench zerstört. Geht's noch? Sag mal. Hm? Packst es? So. Zack. Und hindurch. So. Rübergerannt. Runtergeschmissen. Ich glaube, das war's, ne? Das waren, glaube ich, jetzt 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wir haben unser Kontingent erfüllt. Ja, das bedeutet, ich würde hier jetzt noch die restlichen Ebenen abklappern. Und dann tatsächlich können wir in der nächsten Aufnahme ja Glut klatschen. 6-mal. Da freue ich mich schon drauf. So, hervorragend. 5. Bottle weg. Und den hier. Und wir könnten jetzt theoretisch den Sumpf weiter abklappern, will ich aber gar nicht. Ich habe vielmehr das Interesse daran, die Ebenen weiter zu erkunden. Und zwar hier drüben. Da sind wieder die beiden Draugr.
Wie spricht man das eigentlich aus? Also jetzt wirklich. Draugr? Sagt man Draugr im Original? Weil die sagen im Original Draugr, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Draugr. Und sie schreiben es einfach nur. Im Deutschen würde man Draugr schreiben mit ER, aber in der Schreibweise spricht man es wahrscheinlich wie das deutsche ER. Also Draugr, oder? Ich habe keine Ahnung. Wo auch immer dieses Wort herkommt. Ich glaube nordische Mythologie, ne? War das nicht so eine Art irgendwie unruhiger, irgendwie, wenn bei der Bestattung irgendwie, oder irgendwie entweihte Gräber oder so, dass man geglaubt hat, dass in den Grabmälern so eine Art Zombies rumrennen? Ich glaube, so war das. Alter, ey, wenn ich die schon wieder sehe, ne? Ja, auf die warte ich jetzt. Es sei denn, die verzieht sich. Gut möglich, dass sie jetzt abgelenkt wurde, ne? Ich hau mal ab und hoffe, sie ignoriert mich. Genau, jetzt kommt sie bestimmt. Das wäre so dreist. Ja, ja. Ganz ruhig, Süßis. Flauschis. Ich will euch nichts tun. Stimmt, ich habe die Minen nicht eingetragen, aber da müssen wir wahrscheinlich sowieso später rübergehen. Das zählt eigentlich nicht als verbunden, ne? Genau genommen. Ey, nee, das müssen wir gar nicht erkunden. Weißt du was, das mache ich auch nicht. Warum sollte ich? Ah. So. Ja, mit dem Blutsack. Laggedy-lag. Glitchedy-glitch. Sind gerade durchs Wasser geschwebt. Wie auch immer wir das geschafft haben. Obwohl... Wenn man es genau nimmt, wenn man im Wasser ist, schwebt man da nicht immer? Genau genommen ja, oder? Man schwebt halt nicht in der Luft, aber man schwebt ja im Wasser. Theoretisch. So, komm mal her. Stirb! Oh, ja, ja. Hier ist auf jeden Fall noch ordentlich Potenzial, dass wir vielleicht doch noch ein paar Dörfchen finden. So. Obwohl, das da sieht sehr gebirgig aus, ne? Ich glaube tatsächlich, wir umrunden jetzt zwar das Ebenenbiom, aber ich glaube, im Zentrum ist ein dicker Berg und so viele Ebenen sind das gar nicht. Schon wieder ein hässlicher. Na komm her. Und du auch. So. Hervorragend, dann hier lang. Und an den Loxen, warte mal, da spare ich mir mal kurz ein bisschen die Ausdauer auf. Ich hoffe übrigens, es gab ein OBS-Update. Ich hoffe übrigens, die Einstellungen sind jetzt nicht schon wieder zurückgesetzt worden. Nachdem ich sie endlich so hinbekommen habe, dass es richtig geil aussieht. Aber mir ist sowieso aufgefallen, dass sobald wir in den Ebenen sind, die Videos, sobald ich sie auf YouTube hochlade, übelst unscharf werden. Immer in den Ebenen. Ne? Da sieht man zum Beispiel, wenn ich mich so viel bewege, so, da merkt man, dass das Video nicht hinterherkommt. Also mein Originalvideo sieht richtig gut aus. Das sieht aus wie das Spiel. Aber sobald ich es hochlade auf YouTube, ist es verpixelt. Vor allem die Ebenen. Ich frage mich, warum. Also, ich kann es mir schon denken, weil die Qualität halt runtergeschraubt wird auf ein Minimum, damit es halt easy geladen werden kann, ne? Glaube ich. Oh, wir sind einmal rum. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass einfach sozusagen, damit der Player flüssig läuft, der YouTube-Player ist ja einer der besten Player im Internet, wenn wir mal ehrlich sind, da wird das Video so runtergebrochen, dass das hier viel zu viel Farbe ist, also viel zu viel Farbinformationen pro Bild. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist deswegen runtergeschraubt. Finde ich aber irgendwie schade, weil... irgendwie bei anderen YouTube-Videos sehe ich das nicht so. Ich bin jetzt schon so lange dabei, aber irgendwie... habe ich da den Dreh noch nicht raus. Ich habe keinen Plan. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich... Das habe ich auch schon vermutet. Nicht genug Reichweite habe und deswegen meine Videos nicht ganz so hochqualitativ... Also so hochwertig behandelt werden. Ne?
Und dass, wenn mehr Reichweite da wäre und sozusagen auch zum Beispiel ich verdiene ja nicht einen einzigen Cent mit dem, was ich hier mache, ne? Es kostet mich einfach nur Zeit und das ist einfach mein Hobby. Und wenn ich Geld machen würde, dass YouTube das mich dann sozusagen anders einstuft, ne? Aber ich kann mich auch irren und das ist absoluter Unsinn. Weil jetzt, wo ich so darüber nachdenke, es wäre ja ganz schön dreist, wenn das so wäre. Aber das heißt ja nicht, dass sie es nicht so machen, ne? Kein Plan. So, Akteur kann ich leider nicht anmachen, weil wir müssen jetzt durchs Gebirge. Das könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Ich gehe mal da so lang. So, sehr gut. Und hier Frost Cave. Nee, dafür ist der Berg hier viel zu klein. Aber da hinten, ne? Ich glaube, das Gebirge zieht sich hier noch ein Weilchen, also ein Stückchen weiter. Nicht ein Weilchen. So, Schneesturm, geh mal weg, bitte. Sehr gut. Also, dass er jetzt weggeht. So, endlich. Jetzt sehe ich was. Und sieht man hier irgendwo ein Dörfchen vielleicht? Nee, ne? Schade. Ich rahm das Gebirge ein, damit wir einen Überblick haben. Also man sieht es jetzt schon ein bisschen, ne? Auf der Minimap, aber ich mache das mal deutlicher. Ich gehe mal hier so lang. So. Und sogar hier rein. So. Und du kommst mal schön her, mein Freund. So. Also wenn der Froststab nicht schon stark genug mit seinem Schaden ist, dieses Verlangsamen noch dazu. So strong. Oh, da ist ein Dorf. Sehr gut. Da werden wir dann sterben, wa? Plane ich jetzt schon mal ein. Oh, da ist eine Tergrube direkt daneben. Da können wir das doch irgendwie taktisch nutzen und die aufeinander hetzen. Also von da so lang laufen und dann hier dran vorbei. Wobei natürlich auch wir uns mit beiden verscherzen könnten. Und ja, die einen verlangsamen uns, nämlich die Terblobs, und die anderen machen uns platt mit ihrem Damage. Aber gut, ich glaube, das passt schon. Wir haben ein Sicherheitsportal. Ich guck mal wegen Gewicht. Ja, 100 ist okay. Und du kommst mal schön her. Tschüss. So. Loot her. Da sehe ich eine ganze Menge Fackeln. Ich glaube, da sind gar nicht wenige. Hier ist noch einer. Gut, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Ich laufe mal hier so hin. So. Merke, dass es so viele sind, dass ich den Trank gleich trinke. Warte mal. Das ist gerade zu verlockend. So. Und Ausdauertrank. Und tschüss. Eins nach dem anderen. Hier auf den Stein. Alter, wie viele Schadenszahlen da hochkommen. So, Artillerie. Und jetzt nochmal die Geschütze. Oh, Energieschild. Energieschild, Energieschild 6. Und Energieschild 4. Sehr gut. Feuerball. Und wieder auf den Stein. Das war sehr gut. So, du kriegst einen ab. Und der da sowieso. Damit er endlich stirbt. Das reicht, ne? Jo, der ist tot. Und noch einen auf dem Boden. So. Ja, die brauchen nur noch ein paar Schüsse hier. So. Und so. Hervorragend. Her mit dem Loot. Alles aufgesammelt. Hier noch. Und hier. Hinten ist der Schamane gestorben. Hier sind eine ganze Menge gestorben. Boah, hier auch. Ja, da haben wir gut aufgeräumt. Ich hau mir mal das rein. Da höre ich es immer noch kichern, aber das habe ich mir schon gedacht. Da waren so viele, ne? Oh, hier ist ja ein Dingens. Die habe ich gar nicht gesehen.
So. Ziehe ich sie mal einzeln raus. Feuerball! Ist ja sogar, wenn jetzt alle drei gleichzeitig sterben. Okay, fast. So. Und so. Ah, er hier. Will's wissen. Gut. Da. Und, weißt es jetzt? Schon gewusst? Hm? Und du jetzt mal schön die Klappe da oben. Das macht so Bock, ne? Ehrlich gesagt. So, au, wir sind bestimmt gleich überladen. So, ein paar rausgepflückt. Dann hier hinten hin. Huch. Macht sich selber Schaden. Ist natürlich auch dämlich. Oh, ist so dunkel. So, du komm mal her, bitte. Wo läufst du hin? Tschüss. So. Ja, die sind alle schon gedamaged. Von eben gerade, ne? Die sind wahrscheinlich zurückgelaufen dann. Aber es hilft ihnen überhaupt nichts. Oh, wir sind überladen. Soll ich kurz zurückgehen und pennen? Oh. Nee, mein Freund, du brauchst hier gar nicht erst zu meinem Dingens gehen. Zu meinem Portal. Und tschüss. So, aber warte, dein Stuff lasse ich da mal liegen, dass ich weiß, dass es hier noch was zu aufzusammeln gibt. Und wir gehen kurz zurück und pennen, ne? Would I say? Hervorragend. So, hier hingerannt. Und alles runtergeworfen. Alter, wie viel Schwarzmetall. Holy crap. Können wir eigentlich auch gleich wieder eine Fuhre anschmeißen, ne? Ja. Aber erstmal gehen wir pennen. Machen da noch das Dorf fertig. Und dann machen wir das Organisatorische alles. Alles. Also würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen und direkt wieder Runder. Denn da lag ja nicht nur das von dem einen Typen, sondern da war auch noch anderes, das sie nicht mitbekommen hatten. Das will ich mal aufsammeln, bevor es despawnt. So, perfekt. Hüpf. Und Portal weg. Und das hier weg. Oh, einen Moment. Ich muss mal kurz so. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Da war wieder mein Sound kurz weg. Ihr kennt das Problem bereits. Da kann ich leider auch nichts gegen unternehmen. Letzten Endes bin ich eigentlich auch ganz froh um die Funktion, dass meine Boxen sich nach einer Zeit abschalten. Weil wegen Energiesparen und so. Muss ja nicht die ganze Zeit das auf, ne? Also an sein, wenn kein Sound kommt. Aber dass das auch mit meinem Kopfhörern so ist, dass er dann denkt, ich höre nichts. So nach dem Motto. Finde ich dann doch ein bisschen schade. Gut, wie auch immer. Hätte ich mal meinen Energiemittel dann machen sollen. Ja, hätte ich. So. Sehr gut. Oh, da ist noch ein Riese. Also ein, besser Berserker. Da können wir eventuell noch ein Totem abzwacken. Ich frage mich, warum da eben gerade ein Totem gedroppt ist. Woher? War das von den Berserkern? Droppen die das manchmal? Weil das habe ich vorher noch nie gesehen. Oder es fiel mir nie auf. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Muss doch nicht so ausrasten, hm? So. Piu, piu, piu. Oder sieht man das vielleicht? Ah, sind das die Berserker, die hinten dieses Rückending haben? Die sowas auf dem Rücken haben vielleicht? Sind die, die auch die Totems droppen? Das könnte sein, ne? So ein Totemträger-mäßiger Berserker. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber stimmt, das könnte sein, ne? Kann ich mir in der Aufnahme nochmal ansehen, ob ich damit richtig liege. Oh, die haben die Terblobs wohl geplättet. Und die Terblobs haben die geplättet. Naja, gut. Ist hier irgendwo Ter, den ich abfarmen kann, ohne dass er weggeht? Ja, ne? Den hier vielleicht. Sehr gut. Na gut, ansonsten ist hier nichts. Ich gehe nochmal in die Kisten. Schau nochmal in die Kisten. Wäre auch so geil, wenn da Totems drin wären. Ach, da bist du.
So, mein Freund. Sich mit dem Falschen angelegt. Wo ist denn dein Shit gedroppt? Hä? Ist er denn gestorben? Ich hatte gerade sein Sterbegeräusch gehört, aber ich habe nicht gesehen, wo er gestorben ist. Habe ich seine Sachen jetzt aufgesammelt? Kein Plan. Ich glaube ja. Das habe ich gerade übersehen. Na gut, dann nach oben. Und das Holz hier noch mitgenommen. Wir werden dann gleich überladen. Warte mal, welche Decke ist schon die Anne? Ja. Gut. Ich nehme mal das hier auf und gucke, wie viel wir zu viel tragen. Viel zu viel. Das heißt, ich schmeiße hier, keine Ahnung, drei hin. Ein. Noch ein. Und noch ein. Ach, die wiegen 10? Ich denke 14. Hä? Das wundert mich jetzt aber. So, dann ein Stein weg. Dann gehen wir mal kurz zum Portal, schmeißen den ganzen Stuff weg. Und kommen hier wieder her, um die Sachen auch noch mitzunehmen. Huch, wo war denn unser Portal? Portal, Portal, wo bist du? Ach, ich hab's wieder mitgenommen, ich Narr. Stimmt. Natürlich, wir sind ja weitergezogen. Hätte ich gar nicht zurückrennen müssen. Ich mach das mal hier hin. So. Verschiedenes Portal. So. Nehme alles auf. Und wir sind sogar nicht überladen. Ganz knapp nicht. Perfekt. Hervorragend. Rübergerannt. Runtergeschmissen. Und kurz Nebellandebase. Ja, ne? So, sind das volle 10? Ne, 7 nur. Naja, immerhin. 7 sind besser als 0. So, dann schmeißen wir das auch nochmal weg. Und wir erkunden weiter. Hervorragend. So, das weg. Und das weg. Und dann geht's weiter. Ja, hier unten noch den. Na, dann gehen wir hier so ein Stück lang. Energieschild. Oh oh. Ey, ich mach immer so. Ich bin so ein Narr, ne? Ich sollte echt mal ein bisschen aufpassen. So, und das zweite Magiefood nehme ich nur dann, wenn es gleich zu einem größeren Kampf kommt. Weil für diese kleinen Kämpfe gegen die Mücken zum Beispiel reicht sich ja vollkommen aus, wenn wir nur den nehmen, ne? Die Suchersülze. Ich meinte ja, dass wir von der auch so viel mehr machen können. Beziehungsweise, was heißt mehr machen können? Sie sind einfach von den Kosten her deutlich ergiebiger.